Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fahrenheit. Wir sind mit Lukas wieder in seiner Wohnung. Ja, und ich weiß jetzt nicht, was wir machen sollen. Es gibt ja jetzt keine Vorgabe. Hier sehen wir einen Verstärker mit einer Gitarre. Hier ist ein Boxsack. Kann man auch ein bisschen boxen. Oh Gott. Ja, gleich gescheitert. Es ist, ich finde die Quicktime-Events hier echt heftig. Ja, ich merke schon, das ist super, das war jetzt super. Okay, Konzentration. Ja, also es ist schon ziemlich schwierig. Das mit dem Boxsack lassen wir jetzt. Das haben wir jetzt gemerkt. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, was wir jetzt hier tun sollen. Ihr merkt es ja schon. Hier stehen ein Haufen Kisten. Was haben wir hier? Telefon? Sie haben keine neuen Nachrichten. Ja, keiner will mit mir sprechen. Hier können wir uns hinsetzen. Und hier können wir wieder aufstehen. Wir können auch vielleicht Fernsehen gucken. Nein, das geht nicht. Doch. Schauen wir mal ein bisschen Fernsehen. Im Central Park sprang heute ein Mann kurzerhand ins eiskalte Wasser, um ein Kind zu retten, das auf. Oh, das war ich. Die reden über mich. Der Junge konnte wiederbelebt werden und wird bald wieder wohlauf sein. Sein heldenhafter Retter verschwand, noch bevor der Krankenwagen eintraf. Solch selbstlose Bescheidenheit sieht man nicht alle Tage. Wenn die wüssten, was ich schon alles hinter mich habe, dann würden die wahrscheinlich nicht so gut reden über mich. Ja, aber so ist das Leben. Ja, mit Musik will ich jetzt nichts hier zu tun haben, sonst kriege ich ja noch Probleme mit YouTube. Habe ich ja schon in den vergangenen Videos habe ich es auch schon gemerkt. Also so ist es ja nicht. Was ist das jetzt? Krank, irgendwie so ein Kreuzsymbol. Einfach nein damit, ne? Meine tollen Tabletten. Ja, das macht ihn auf jeden Fall glücklich. Ich verstehe sowieso nicht hier, warum die ganze Zeit das Fenster auf ist. Ich meine, in der Stadtluft hast du ja so viel ekelhaften Geruch. Nein, kein Foto, nein. Pfui. Meine Eltern, Markus und ich. Vor dem Unfall. Jetzt haben wir minus 5 erhalten. Weil ich weiß ja mittlerweile, Fotos sind scheiße. Deswegen mache ich keine Fotos eigentlich mehr. So, schauen wir uns das mal an. Vielleicht hat er ja mal Mails? So. Ne, nix. Nix hat er. Ja, schade. Jetzt ist er wieder gestresst, hä? Ach, das gibt's ja gar nicht. Egal was man macht, Computerspiele fordern neue Opfer. Ja. Brauchen wir nicht lesen, diesen Mist. Ach, okay, wir stehen auf. Haben wir ja schon mal viel Mist gemacht. Nein, raus wollte ich. Das war die falsche Tastenkombi. Tja, was können wir denn da machen? Dass es ihnen vielleicht besser geht. Das ist vielleicht auch mal ein Ziel. Wenn ich sonst kein Ziel habe. Können wir machen, damit es ihm besser geht. Ja, wir können uns hinlegen im Bett. Ich würde aber noch nicht hinlegen wollen. Ist ja auch schon ziemlich dunkel hier, ne? Im Prinzip. Ach, wir machen jetzt irgendwas mit Musik. Ist mir egal. Scheiß drauf. So, jetzt tun wir mal den zweiten Sender wechseln. Ich mache erst den Verstärker an. Ach, zuerst muss der Verstärker an, okay. She fills my bed with gasoline. You think I wouldn't notice?
machen wir den Funk. Oh Gott, Quicktime-Event. Oh, es geht noch. Das ist angenehm langsam. So kann es doch immer sein. Könnte ich das auch mal schaffen? Oh, gescheitert. Was jetzt? Kann es sein, dass ich einfach zu dämlich für das Zeug bin hier? Ich hoffe nicht. Ja, ich glaube, hier gibt es ein Problem mit meinem Controller. Und ja, wir machen mal Blues. Also ich glaube, das liegt nicht direkt an mir, sondern dass es irgendwie ein Problem mit dem Controller gibt hier. Oder ich verstehe das einfach noch nicht ganz hier. Also ich drücke diese Kombination, aber ich glaube, was auch noch wichtig ist, man muss auf die Reihenfolge achten. Ich lasse es lieber, bevor ich mich hier ganz zum Löffel mache. Können wir mal rausgehen? Hier reingehen. Das bringt nichts. Ja. Gibt es ja noch eine Küche, fällt mir jetzt auch gerade noch ein. Ah, eine Karte, wir haben eine Karte gefunden. Ist das super. Da haben wir noch einen Schrank. Können wir wieder zumachen. Vielleicht den Kühlschrank mal verwenden. Oh, eine Milch. Wir haben bloß eine Milch. Gluck, 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 gluck. Ah ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen Pluspunkte. Nee, ich möchte Lukas jetzt nicht ganz hier völlig dann abgefuckt lassen. Ich glaube, hier war die Toilette, soweit ich mich noch daran erinnern kann, beziehungsweise das Bad. Ja, dann waschen wir uns mal, vielleicht bringt das auch wieder Pluspunkte. Nein. Schade. Kann man ja hier relativ wenig machen. Aber okay, ich würde jetzt erstmal die Musik hier ausmachen. Steht irgendwas von gestresst, ich habe keine Ahnung. Wir beenden es. Und ich versuche es nochmal mit der Gitarre. Ein einziges Mal noch. Das muss doch irgendwie zu machen sein. Entweder habe ich ja echt Probleme. Wir machen jetzt mal Blues. Auf die Plätze. Runter, runter. Hoch, hoch. Links, links. Rechts, rechts. Hoch, hoch. Runter, runter. Rechts, rechts. Runter, runter. Links, links. Rechts, rechts. Also, ihr seht, ja, jetzt rede ich gerade und das geht nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich manchmal zu spät bin. Oder einfach das nicht richtig anpeile mit dem Controller. Auf jeden Fall finde ich das echt mega schwierig. Aber es ist ja immer eigentlich das Gleiche, ne? Es ist ja jetzt nicht so fordernd. Man macht ja immer wieder das Gleiche. Aber trotzdem scheitere ich hier stellenweise. Das verstehe ich nicht.
Ja, das wird für mich noch ein Rätsel bleiben. Wir gucken uns jetzt mal weiter um. Ansonsten gehe ich jetzt ins Schlafzimmer und lege mich hin. Weil hier wird ja nichts. Hier geht ja nichts. Gehen wir einfach mal rein. Also, das mit dem Computer haben wir schon gemacht. Ja. Jetzt kommt auch gerade so eine Animation direkt vom Bett, dass er müde ist. Ist anscheinend das Anzeichen, dass ich hier mich wirklich hinlegen soll. Los geht's. Ja, was jetzt, wenn man im Bett liegt? Ich würde sagen, schlafen. Oh, plus 10. Ja, wieso sind wir nicht schon eher schlafen gegangen? Oh, da klingelt jemand. Da müssen wir natürlich aufstehen. Und hingehen. Sie wartet. Ja, durch den Spion wollte ich eigentlich jetzt eigentlich nicht gucken. Hallo. Hi. Ich will nur meine Sachen holen. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Nein, ich bin nur sehr müde. Komm rein. Ja, ist das jetzt noch mitten in der Nacht, hä? Ich wollte gerade schlafen und dann kommt die an hier. Sowas. Setz dich. Naja, setz dich erstmal hin. Jetzt wird ein bisschen wahrscheinlich Smalltalk geben hier. Glas, ja. Ich frage erstmal. Möchtest du einen Gin? Ich glaube, in der Küche müsste noch irgendwo eine Flasche rumliegen, falls du einen möchtest. Ja, warum nicht? Ja. Jetzt habe ich mir ja was eingebrockt. In der Küche muss es noch irgendwas finden, irgendwas sein hier. Ich gucke mal. Ich gucke einfach mal rein hier. Da ist nichts. Oh, hoffentlich habe ich nicht so viel versprochen hier. Ja, also ich finde keine Flasche Gin. Aber ich gebe es noch nicht auf, bevor ich mich hier ganz zum Löffel mache. Kann man hier vielleicht auch reingehen? In den Schrank? Oder ist das einfach viel zu... Ah, hier ist eine Flasche. Ah, okay, cool. Wir haben den Gin gefunden. Ja, wenn man sich in seiner eigenen Wohnung nicht auskennt, ne, dann ist es schon zu spät. Gehe ich jetzt mal mit dem Glas hin, weil das ist ja jetzt nicht mein Glas hier. Wo ist er denn hier? Ja, hallo? Bitte sehr. Danke. Ja. Neuigkeiten. Und? Alles klar? Ich habe im Krankenhaus total viel zu tun. Und mit der Wohnung bin ich auch noch nicht fertig, aber kann nicht klagen. Ich hole am besten deine Sachen. Sind bloß zwei Kisten. Ich weiß nicht, wo du sie wohl hingeräumt hast, aber sie sind leicht zu erkennen. Meine Initialien stehen drauf. Ach ja, das war ja hier... Ach, jetzt schneide ich es erst. Das war jetzt hier die Freundin. Die Ex-Freundin. Ex-Frau. Ex-Freundin, keine Ahnung. Ja, die wollte ja ausziehen. Also jetzt hier aus der Wohnung. Nicht körperlich. Ja, auch mal was. Wieso ist denn das hier so dunkel wie im Arsch, ey? Kann doch gar nicht sein hier. Ist das hier so eine Kiste? Ich hab keine Ahnung. Ah ja, hier ist so ein Kistenaufhebesymbol. Ich glaube, ich weiß nicht, sie haben von Kisten gesprochen. Ich denke mal, wir müssen hier vielleicht noch eine andere Kiste suchen. Ja, es ist wesentlich spannend hier. Auf jeden Fall. Ich suche hier Kisten. Aber ich glaube, ich kann nichts mehr aufheben. Ich muss auf jeden Fall nochmal zurück. Also wenn es eine Kiste ist, ich glaube, sie hat was von Kisten gesagt. Bitte sehr.
Oh. Ich gehe jetzt nochmal gucken. Wenn ich nichts finde. Ja, dann war's das. Sehe aber nichts gerade. Hier ist nochmal so eine Haufen Kistenstapel. Ach, ist das Mist. Ich hoffe, ich habe wirklich jetzt alles. Hier kommt auch kein Symbol mehr. Ich denke mal, ich habe alles. Ich sehe ja auch gar nichts mehr. Ah, hat denn hier was gesagt von zwei Kisten? Fuck, Alter. Ich weiß nicht, wo die andere ist. Nochmal reden mit der? Ich weiß es gerade nicht. Hallo? Gibst du mir einen Tipp, wo die andere Kiste ist? So ein Mist. So ein Mist aber auch. Vielleicht liegt die ja hier drinne. Und ich gucke hier so dämlich. Das kann ich mir auch schon vorstellen, dass das hier vielleicht liegt. Ja. Oh, hier kommt auch kein Symbol mehr. Guck mal, hier sind so viele Kisten. Und sie soll nur zwei haben. Sag mal, will der gute Herr hier auch noch ausziehen, oder was? Ach, hier ist eine Kiste hinten mit einer Initiale drauf. Ich sehe schon von Weitem. Wow, wir haben es geschafft. Die Kistenmania ist vollbracht. So. Ich glaube, das sind alle. Da sind sie. Ja. Das müsste alles sein. Cool, oder? Alles in Ordnung, Lukas? Du bist so nervös. Ja, dann sind wir mal ehrlich. Ich stecke zurzeit in großen Schwierigkeiten. Ich kann nicht mehr sagen, aber es ist sehr ernst. Kann ich irgendwas für dich tun, Lukas? Wenn dem nur so wäre, aber nein. Danke für dein Angebot. Ist immer sentimental. Hey, du fehlst mir, wirklich. Du mir auch. Wir sind hier allein. Was denn jetzt? Ich hab doch allein gedrückt. Ich brauch mehr Zeit, Lukas. Ich muss das mit mir selbst ausmachen. Ich wollte doch gar nicht küssen. Ich hätte nicht. Ich gehe wieder. Dank dir für alles. Wollte eigentlich allein drücken. So ein Mist. Ich wollte sie gar nicht küssen. So ein Quatsch aber auch. Ja, gleich mal minus 30. Eine Scheiße, aber zu sagen, es hätte mich nicht gereizt, wäre gelogen. Aber vielleicht war es besser so. Schließlich hatte ich keine Ahnung, was mir in den nächsten 24 Stunden noch alles zustoßen würde. Und was hatte ich einem Mädchen wie Tiffany zu diesem Zeitpunkt anzubieten? Indem ich sie gehen ließ, schützte ich sie. Ich ging zu Bett. Ich konnte nur versuchen, ein wenig Schlaf zu finden und abzuwarten, was der nächste Tag bringen würde. Ja, also leider ging es nicht so wieder nach meinen Vorstellungen. Aber ich glaube, wir können ja auch gar keinen Spielstand jetzt laden. Ich finde das kacke, wenn man immer, wenn das Spiel was anderes macht, was man sich halt vorstellt. Deswegen bin ich immer so auf richtig gute, einheitliche Steuerung. Naja. Was soll's? Wir legen uns jetzt wieder ins Bett hin. Tut mir leid. Ja, also küssen war wohl diese. Nee, das ist mir schon klar. Ja. Was passiert jetzt? Schauen wir mal rein.
Entweder hat er wieder Hallus. Boah, hier ist die Tür auf. Die sticht sofort ins Auge. Einfach mal rausgucken. Nix. Ah, ein Mädchen. Hallo, wie geht's? Schon wieder dieses Mädchen. Sie wirkt so real. Verliere ich langsam den Verstand? Wow, jetzt haben wir richtig Lukas ziemlich nach unten gebracht. Huhuhu. Krass. Also, das war's jetzt erstmal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch das Video gefallen hat, kann auf jeden Fall ein Like geben. Falls ihr keine Folgen mehr verpassen wollt zu den anderen Spielen oder zu hier, zu Fahrenheit, einfach ein Abo da lassen. Vielen Dank fürs Zusehen nochmal. Bis zum nächsten Video.